Moin 12C, ich würde unseren Geschichtsunterricht in der jetzigen Zeit mal ganz gerne mit einer kurzen Präsentation starten. Und zwar bezieht sich diese Präsentation auf eure Hausaufgabe, nämlich die Klassengesellschaft im Deutschen Kaiserreich. Und ich werde jetzt hier mal an mehreren Folien im Grunde diese Aufgaben mit euch besprechen. Würde euch bitten, wenn ihr irgendwelche größeren Fehler bei euch drin hattet, die einfach zu verbessern und zu korrigieren. Dann sollten wir alle auf dem gleichen Stand sein, wenn die Schule dann irgendwann hoffentlich wieder losgeht. Wie die Überschrift schon sagt, haben wir im Kaiserreich eine Klassengesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft ist in verschiedene Klassen aufgeteilt und wir haben nicht ein großes Ganzes an Gesellschaft. In dieser Klassengesellschaft haben wir den Adel, das Bürgertum und die Arbeiterschaft. Diese Klassen bleiben auch voneinander getrennt. Das heißt, diese Gesellschaft ist nicht besonders durchlässig. Das sieht man auch daran, oder es wird auch daran deutlich, dass es im Grunde keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Auch in der Praxis zeigt sich das, nämlich zum Beispiel das Bürgertum und die Arbeiterschaft in den Städten gemeinsam leben, aber dort in verschiedene Viertel aufgeteilt sind. Durch die Industrialisierung wird das zwar alles so ein bisschen aufgehoben, das heißt, die Arbeiter gewinnen insgesamt ein bisschen mehr an Ansehen, aber grundsätzlich bleibt diese Klassengesellschaft bestehen. Eure Aufgabe war es ja nun, diese Gesellschaft in einer Darstellung niederzuschreiben und darzulegen. Ich habe mich jetzt hier mal für die Form einer Pyramide entschieden. Wenn man das mal googelt oder im Internet mal nachguckt, gibt es auch die Form einer Zwiebel und ganz andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, hier wird es ganz gut deutlich. In der Mitte seht ihr die verschiedenen Schichten. Oben den Adel, dann das Bürgertum, die Arbeiterschaft und ganz unten nochmal die Landarbeiter und Tagelöhner. Diese Schichten hatten wir eben schon einmal erwähnt. Das Bürgertum lässt sich nochmal aufteilen in Großbürgertum und Bildungsbürgertum und das Kleinbürgertum. Und links und rechts seht ihr mal so ein bisschen dann die verschiedenen Positionen in der Gesellschaft und die Gruppen, die dort im Grunde integriert sind. Ich werde jetzt nochmal so ein bisschen den Blick auf die Aufgaben oder die Position legen und die einzelnen Jobs oder Arbeiten, die diese Gruppen machen, ein bisschen außen vor lassen. Also ganz wichtig, dem Adel waren immer noch führende Positionen in Politik, Verwaltung und Militär vorgesehen. Das hat sich dementsprechend noch eigentlich aus der mittelalterlichen Struktur so ergeben und direkt gefolgt. Hinter dem Adel war im Grunde das Großbürgertum und das Bildungsbürgertum und das Kleinbürgertum. Ganz wichtig ist, das ist keine homogene Gruppe. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, dass es da irgendwie Großunternehmer gibt und gleichzeitig irgendwie Handwerker, da sind die zwar alle in der gleichen Gesellschaftsgruppe, aber gerade aufgrund des Vermögens sind diese Gruppen sehr, sehr voneinander getrennt. Trotzdem werden sie so ein bisschen durch ihre Werte und Pflichten verbunden. Also gerade diese Abgrenzung zum Adel und ganz besonders die Abgrenzung zur Arbeiterschaft ist dem Bürgertum ganz, ganz wichtig. Das heißt, sie verstehen sich im Grunde als Klasse, als gemeinsame Klasse, sind aber dann sind dann aber doch sehr unterschiedlich in ihrem ganzen Handeln. Die Arbeiterschaft ist im Grunde diese neue soziale Schicht, die auch so im Rahmen der Industrialisierung entstanden ist. Sie haben ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen, haben Wohnungsmangel und alles Ähnliche. Das habt ihr in Klasse 11 schon mal gemacht. Und im Grunde haben sie auch kein politisches Mitspracherecht und leben so ein bisschen am Existenzminimum. Also im Grunde ist die Arbeiterschaft die größte Schicht im Kaiserreich, aber die Schicht mit den wenigsten Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ganz unten sind dann noch so ein bisschen die Landarbeiter und Tagelöhner, die fallen im Grunde aber aus dieser Pyramide so etwas heraus. So, nachdem wir uns die Pyramide angeguckt haben, kommen wir noch zu ein paar Extraschichten dieser Gesellschaft, die sich da auch gar nicht so richtig integrieren lassen. Das wären zum einen die Militärs. Also allgemein ist es im Deutschen Kaiserreich so, und das ist im Grunde aus dem preußischen Staat übernommen, dass wir eine sehr, sehr enge Verknüpfung von Staat, Militär und Gesellschaft haben. Bedeutet, militärische Denkmuster wurden auch im Grunde auf das private und soziale Leben übertragen. So Sachen wie Gehorsam, Pünktlichkeit sind da ganz, ganz wichtige Tugenden. Und im Grunde sind Mitglieder des Militärs in allen gesellschaftlichen Schichten sehr hoch angesehen. Das heißt, selbst einfache Soldaten haben in ihrer Gesellschaftsschicht ein sehr, sehr hohes Ansehen genossen. Und das spielt sich auch so ein bisschen im Alltag der Menschen wieder. Ganz viele Kinder sind mit Matrosenmützen losgezogen, Spielzeug waren Waffen und Gewehre. Das heißt, diese ganze Gesellschaft war im Grunde vom Militär durchzogen und es hat eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt. Eine weitere Gruppe, die man sich näher angucken muss, ist die Gruppe der Frauen. Die Frauen haben sich zur damaligen Zeit im Grunde nur über den Beruf und den Job des Mannes definiert. Sie waren ihm untergeordnet und hatten kein politisches Wahlrecht. Das steht auch ganz unten. Erst mit der Weimarer Republik 1919 durften dann Frauen auch wählen. Nichtsdestotrotz ist diese Zeit für die Frauen ganz, ganz wichtig, weil das im Grunde der Beginn ist, dass Frauen sich politisch und gesellschaftlich oder sich politisch und gesellschaftlich aktiv zeigen. Sie fordern eine Gleichberechtigung. Sie sind im Grunde auch in die Arbeitswelt integriert. Das heißt, die Frauen der Arbeiter sind auch dementsprechend in Fabriken
beschäftigt und die Frauen des Bürgertums eher als Lehrerinnen, als Sekretärinnen und ähnliches. Ganz wichtig, die Frauen sind zu der Zeit damals deutlich schlechter bezahlt als die Männer. Also da sieht man auch wieder diese Ungleichheit, die in dieser Gesellschaft besteht. Aber nichtsdestotrotz ist das die Zeit, wo die Frauen sozusagen ihre Gleichberechtigung nach vorne bringen. Als letzte Gruppe würde ich ganz gerne noch die Juden thematisieren oder das Thema Antisemitismus. Auch im Deutschen Kaiserreich war Antisemitismus ein großes Problem. Die Juden waren theoretisch rechtlich gleichgestellt, wurden aber dennoch diskriminiert und hatten geringe Aufstiegschancen in Verwaltung und Militär. Es gab auch einzelne Parteien und Verbände, die die Juden, und das ist ein bisschen ähnlich wie im Mittelalter, da haben die Juden ja auch schon in eigenen Vierteln gewohnt und wurden im Grunde auch dafür verantwortlich gemacht, wenn es irgendwelche negativen und schlechten Entwicklungen gab. Die Juden hatten auch damals schon gerade im Finanzsektor ihre Hauptbeschäftigung und das waren da nochmal der Bezug zum Mittelalter, Berufe, die im Grunde nicht besonders hoch angesehen waren. Das heißt, dieser Antisemitismus zieht sich im Grunde vom Mittelalter fort. Trotz rechtlicher Gleichstellung haben wir hier oft eine Diskriminierung. Kommen wir abschließend zu einer kurzen Zusammenfassung. Also, die Gesellschaft im Kaiserreich ist eine Klassengesellschaft. Wir haben die Klassen Adel, Bürgertum und Arbeiterschaft. Man könnte sagen, Adel und Bürgertum sind die Oberschicht und die Arbeiterschaft ist die Unterschicht. Diese Gesellschaft ist nicht homogen. Das heißt, wir haben massive Unterschiede, besonders innerhalb der einzelnen Schichten. Das wird gerade beim Bürgertum mit dem Groß- und Kleinbürgertum deutlich. Wir haben Frauen, die Militärs und die Juden, die sich gar nicht mal so problemlos in die Gesellschaft integrieren lassen. Die Frauen sind im Grunde das Anhängsel der Männer und definieren sich über ihre Männer, da sie keine politische Mitsprache haben. Die Militärs haben eine hervorgehobene Stellung, weil sie in der ganzen Gesellschaft angesehen sind. Und die Juden werden auch damals, Schlagwort Antisemitismus, diskriminiert. So, das wäre die Besprechung der ersten Hausaufgabe gewesen. Ich hoffe, das hilft euch. Ihr könnt auch gerne kurze Rückmeldung geben. Vergleicht das bitte nochmal mit euren Ergebnissen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und genießt das Wetter. Vielen Dank.